Ja, grüß euch, ich bin der Bruce Gerhardt, ich bin der Obmann vom Museum im Mühlbacher Mottkönig, Bergbau- und Heimatkundemuseum. Und wir befinden uns da jetzt in der Skigeschichte-Ausstellung, einen Teil im Museum. Es ist nämlich extrem interessant, was sie in Mühlbach, Bischofshofen, im Land Salzburg abgespielt hat, bei der Entwicklung des ganzen Skilaufes, nordisch bis alpin. Und da kann man da einen kompletten Querschnitt sehen von der Skientwicklung bis zu Bubi Pradl. Komplett alles, was Bubi Pradl betrifft, haben wir ausgestellt. Aber auch Persönlichkeiten aus der Umgebung von Mühlbach sowieso, von Bubi Pradl, wie gesagt, bis zu den ganzen Radachers, die drei berühmten Radachers, Edi Federer, aber auch einen der besten in Bischofshofen. Gregor Höll haben wir eine eigene Tafel gemacht, weil der auch beeindruckende Leistungen gemacht hat, bis zu Pauli Außerleitner, der ja auch ein Mühlbacher war und da bei uns in Mühlbach begraben ist. Da sind wir jetzt da in dem Bereich, was rein Bubi Pradl betrifft. Diese Ausstellung war schon mal in Bischofshofen ausgestellt. Dankenswerterweise haben wir diese zur Verfügung gestellt gekriegt und haben die da bei uns einbauen können. Da ist ein ganzer Querschnitt vom Leben von Bubi Pradl, von seinem ersten 100-Meter-Sprung bis zum ersten Weltmeister, bis hin 1953, erster Sieger der Vierschanzentournee und sein ganzes Leben, wie es in Mühlbach war, sein Hotel Roberti-Haus. Man kann sich komplett informieren mit Fotos über Bubi Pradl. Ja, eine Sache ist auch jetzt neu. Ich habe begonnen, so Hefte zum Schreiben über die Geschichte, weil man sie dann noch genauer hineinlesen kann. Das ist jetzt das erste entstanden über den 101 Meter, 101,5 Meter Weltrekordsprung von Bubi Pradl und die Weltmeisterschaft in Zakopane 1939 mit allen Vorberichten, was sie vorher, nachher abgespielt hat. Und das ist irrsinnig interessant und ja, sicher ein super Lesestoff. Und das ist das erste Heftel und da werden noch viele andere folgen. Ist auch dann bei uns im Museum erhältlich. Ja, einen ganz wichtigen Hinweis haben wir noch. Am 22. Mai 2022 gibt es den Tag der Regionalmuseen in Salzburg. Dieser Sonntag. Da werden wir von 10 Uhr Vormittag bis 17 Uhr eine reine Ausstellung machen über die Skigeschichte, informieren mit Lesungen, Filmen und auch die Sportler, die bei uns in Mühlbach leben, die große Leistungen gemacht haben, werden auch da sein und werden immer wieder auch zu einer gewissen Zeit über ihre Karriere ein bisschen berichten. Zeit zum Reden haben wir auch mit den Leuten und wem es interessiert, die Skigeschichte von Mühlbach, Bischofshofen, Land Salzburg, der sollte da kommen und kann sich bestens informieren.